Herzlich willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und das ist so ein kleiner Rückblick auf das gesamte FIFA 17 Jahr. Das Ganze natürlich aus meiner Sicht und wir werden uns heute einfach mal so unseren Verein ein bisschen näher anschauen. Und ja, bevor wir damit starten Leute, neuer Merchandise ist auf jeden Fall am Start, das ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ich werde natürlich auch mit so einem Shirt auf der Gamescom aufkreuzen und falls ihr auf der Gamescom auch da seid, dann schreibt das auf jeden Fall mal unbedingt in die Kommentare. So, die allererste Frage, wie habe ich in FIFA 17 so allgemein abgeschnitten? Ich habe insgesamt 662 Siege, 0 Unentschieden und 421 Niederlagen. Das heißt, die Bilanz ist positiv, die ist jetzt aber auch nicht so richtig krank gut. Also die ist so, ja, würde ich sagen, einfach ziemlich mittelmäßig. Und zu der Frage, wieso ich 0 Unentschieden in meiner Bilanz drinnen habe. Ja, Unentschieden kannst du in FUTDRAFT nicht holen, Unentschieden kannst du auch nicht in der Weekend League holen, sondern nur eigentlich in der Season. Und da habe ich eben nur 2 Spiele bestritten, beide gewonnen und dann irgendwie nie wieder Online-Season gespielt. Also ich weiß nicht, Online-Season war irgendwie in FIFA 17 nicht so meins, das habe ich irgendwie wirklich gar nicht gezockt. Und das ist eben der Grund, wieso ich dann im Endeffekt auch 0 Unentschieden in meiner Bilanz habe. Es sieht halt irgendwie ziemlich kurios aus. Meine Draft-Serie, insgesamt habe ich 15 Drafts gestartet, davon konnte ich immerhin 6 Stück gewinnen. In all meinen Foot-Draft-Partien habe ich insgesamt 35 Siege geholt und nur 8 Niederlagen bekommen, also das ist eigentlich schon ganz ordentlich. 133 Tore habe ich erzielt, 68 Gegentore habe ich bekommen. Das heißt, ich habe pro Spiel im Durchschnitt 3,09 Tore geschossen und 1,58 Tore bekommen. Passgenauigkeit liegt bei 76%, Ballbesitz bei 48% und die Tordifferenz bei plus 65. Mein bestes Foot-Draft steht links unten und das ist mit einer 190er Bewertung eigentlich ganz ordentlich, würde ich sagen. Ihr könnt mir dazu auch gerne mal reinschreiben, was euer bestes Foot-Draft war. Vielleicht hatte ja irgendjemand von euch ein 193er Draft oder irgendwie sowas. So, als nächstes zeige ich euch meine Mannschaften bzw. meine Mannschaft, denn ich hatte im Endeffekt irgendwie in ganz FIFA 17 gefühlt nur eine Mannschaft. Also ich habe in den ersten Monaten schon immer viel rumprobiert, aber dann irgendwann habe ich mich für dieses Team festgelegt und das ist so von der Grundstruktur immer ziemlich ähnlich geblieben. Hier vorne links war dann immer Carrasco, aber ansonsten habe ich mit diesem Team eigentlich fast jede Weekend League gespielt. Was ziemlich interessant ist eigentlich, ich habe, obwohl ich selbst FIFA-YouTuber bin, erst nach 4 Monaten begonnen, wirklich richtig Weekend League zu spielen. Davor habe ich das irgendwie gar nicht gezockt, mich hat es irgendwie nicht interessiert. Ich dachte mir nur so, was ist denn das für ein komischer neuer Spielmodus? Irgendwann habe ich es dann eben begonnen zu zocken und da hat es mir dann eben richtig viel Spaß gemacht. Seitdem habe ich eigentlich fast jede Weekend League gespielt. Dazu kann ich gleich mal sagen, meine beste Weekend League war leider unter Anführungszeichen nur Elite 3. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich mehr schaffen hätte können, aber ich denke mal, das geht vielen von euch so, dass ihr eigentlich vielleicht mehr erreichen könntet, aber es im Endeffekt dann trotzdem irgendwie nicht schafft. Letzte Weekend League Gold 3, wie ihr hier sehen könnt, also auch nur so mittelmäßig. Reicht aber natürlich für die Qualifikation, das heißt, nächste Weekend League bin ich wieder dabei. So, als nächstes gehen wir die Spieler durch, welche ich in FIFA 17 jetzt noch habe, beziehungsweise welche ich mir auch durch SBCs und so geholt habe. Die erste eigentlich ganz interessante Karte ist dieser Spieler hier, 83 Tempo, 70 Shooting. Ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Karte. Weiter geht's dann mit diesen beiden Spielern hier. Die sind halt einfach, ja, ganz normale Weekend League Belohnungen gewesen. Hier haben wir dann den Cahill SBC am Start. Ich denke mal, den haben ziemlich viele von euch gemacht. Der hat halt einfach nur irgendwie 10.000 Münzen oder so gekostet. Dann hier noch den Shaw. Den habe ich halt einfach irgendwann mal gemacht und ihn dann irgendwie nie eingelöst. Ja, Doylefoy habe ich hier als Once-to-Watch-Karte. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gespielt. Alter, diesen Typen habe ich einfach in so einem Tots-Pack gezogen. Und das ist der schlechteste Team of the Season im ganzen Spiel. Gonalon, 84er Foot Champions Card. Kann ich auf jeden Fall auch mal in ein Team einbauen, fällt mir gerade auf. So, dann haben wir Dumbia als Erstbesitzer am Start, habe ich auch noch nicht gespielt, aber muss ich eigentlich mal in der Weekend League bringen. Immobile, mit dem habe ich eigentlich auch noch gar kein Spiel gemacht, daneben noch Butland, mit dem, ja, habe ich 129 Games gespielt und das alles halt in der Weekend League. Ashley Cole habe ich ja auch als Foot Birthday Karte am Start, noch gar nicht gespielt. Coleman auch noch nicht gespielt, den habe ich halt erst letzte Woche gezogen. Bravo, genauso. So, Smalling, die absolute Beast Innenverteidiger Karte in FIFA 17, mit dem habe ich so viele Spiele gemacht, halt auch eben mit dem normalen 84er Smalling. Und da haben wir dann das Beast himself am Start, Aubameyang, so eine geile Karte. Den spiele ich halt eigentlich nur als Einwechselspieler, weil er halt nicht so leicht zu verlinken ist. Deswegen haue ich den eigentlich immer in jeder Weekend League am Ende noch so rein und der macht mir halt wirklich in so kurzer Spielzeit so viele Tore. Also falls ihr jetzt noch irgendwie einen guten Spieler braucht, Aubameyang ist auf jeden Fall der richtige Mann. Dann haben wir Dybala, den haben wir in den letzten Weekend League Belohnungen drin gehabt und ja,
Dybala ist einfach auch nur ein Biest. Und hier haben wir das absolute Herzstück meines Vereins am Start, und zwar ist das Gareth Bale. 962 Spiele gemacht, 529 Tore, 372 Torvorlagen. Dazu 8 gelbe Karten und keine einzige rote. Also Gareth Bale habe ich in FIFA 16 als Inform gezogen, jetzt eben auch in FIFA 17. Mal schauen, vielleicht ziehen wir ihn auch in FIFA 18 wieder. Und hier haben wir dann noch zwei Spieler, und zwar Bode Bu, den ich gar nicht mal schlecht finde, und dann auch noch Samuel Eto'o als Team of the Season Version. So, und das waren eigentlich meine Erstbesitzerkarten. Ich zeige euch jetzt noch ein paar andere Karten, die ich halt jetzt im Verein drinnen habe. Hier haben wir Luis Suarez am Start, und der hat 172 Spiele gemacht, 111 Tore. Geht eigentlich in Ordnung. Für 850k natürlich auch wirklich der teuerste Spieler in meinem Verein. Dann haben wir hier Marcelo am Start mit 5 Toren in 170 Spielen. Dele Alli 147 Spiele, 29 Tore. Ist für einen ZM auch echt richtig stark. Talisca habe ich mir gerade eben im Stream geholt. Casemiro habe ich sehr, sehr oft gespielt. 400 Mal insgesamt. Varane habe ich auch 272 Mal gespielt. Und ansonsten, ja, James Rodriguez habe ich sicher auch oft gespielt. Ja, 120 Mal, den habe ich inzwischen aber mal verkauft gehabt und dann eben wieder geholt. Also ich habe mit James in FIFA 17 locker so 300, 400 Spiele gemacht. Nur das ist eben eine neue Karte gewesen. So, und hier haben wir dann halt einfach noch ziemlich hochgeratete und teilweise auch richtig gute Spieler am Start. Ja, und das sind so eigentlich die Spieler, die ich jetzt noch in FIFA 17 im Verein habe. Und für alle, die diese ganzen Pack-Openings nicht gesehen haben, ich werde euch jetzt kurz sagen, welche meine besten Spieler in FIFA 17 waren. Also welche die besten Spieler waren, die ich gezogen habe. Und dazu gehören, wie gesagt, wie vorhin schon angesprochen, Gareth Bale. Dann hat sich einmal Hazard 98er Team of the Season und Hamsik 94er in einem 100k-Pack drinnen. Und sonst halt noch einige Team of the Seasons wie Bode Bu, wie Lukaku 94er, wie Eto'o. Das waren eigentlich so die stärksten Karten in meinem FIFA 17, ja. So, und zu guter Letzt zeige ich euch jetzt nochmal so ein paar Trophäen, die ich in FIFA 17 gesammelt habe. So, wir beginnen einfach mal. Jetzt Gilz haben wir uns geholt. Ja, einfach einen Transfermarktspieler holen und den dann spielen lassen. Erziele ein Tor mit einem Flachschuss, kaufe ein Objekt aus dem Katalog. Musterschüler, schließe in The Journey alle Trainingsübungen in einer Woche mit der Note A ab. Okay, also das habe ich auch geschafft. Grundsätzlich habe ich halt die meisten Dinge in Ultimate Team und teilweise auch Sachen in The Journey geschafft. Karriere habe ich nicht so viel gezockt in FIFA 17. Da will ich aber vielleicht in FIFA 18 anschließen und vielleicht direkt zu FIFA 18 eine Karriere starten. Falls ihr darauf Bock habt, schreibt mir das Ganze mal in die Kommentare. Verpflichte einen Leihspieler aus dem Katalog, erreiche 50.000 Follower bei The Journey, erziele ein Tor mit einem nach unten gezielten Kopfball. Okay, das war mit Sicherheit auch keine Absicht. Schließe in Ultimate Team deine erste SBC ab und dann hier auch nochmal sowas ähnliches. Bereite ein Tor mit einem präzisen Steilpass vor, okay. Gewinne 4 Partien bei einer Foot Draft Session. Ja gut, das haben wir vorhin schon besprochen. Verschenke ein Objekt aus dem Katalog, habe ich auch geschafft. Erziele mit einem Verteidiger aus dem Spiel heraus ein Tor aus der Distanz. Oh, sick. Mindestens 22,9 Meter. Juhu, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Also da hat irgendwer so einen richtig heftigen Longshot mal rausgehauen. 100%, gewinne ein Elfmeterschießen ohne Fehlschuss. Auch sehr, sehr nice. Erziele ein Tor nach einer Passstaffette mit 10 Pässen im Angriffsdrittel. Da steht auch rechts dann daneben immer, wie selten das Ganze ist. Und diese Trophäe ist ziemlich selten. Ne? Okay, wende einen Chemistry-Style an. Lass einen Spieler sein 50. Vereinstor machen. Das war mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch Gareth Bale bei uns. Und verwandle einen verzögerten Elfmeter. Das habe ich eben auch irgendwann mal gemacht. Okay, das waren meine Trophäen in FIFA 17. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz, wie ihr die auch abrufen könnt. Und zwar müsst ihr hier einfach nur auf Profil gehen und dann eben auf Trophäen. Und das Ganze ist dann auch schon ziemlich schnell erledigt. Also ich zeige euch das hier auf Spiele und dann eben FIFA 17. Und dann seht ihr hier eben die ganzen Trophäen. Und das war es jetzt an sich auch schon mit dem kleinen Rückblick von meinem FIFA 17 Jahr. Falls euch das Ganze gefallen hat, falls euch auch ein bisschen die Schnittart vom Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Checkt den Link in der Beschreibung ab, wo es zu meinem Merchandise geht. Für alle, die kritisieren, dass ich mit 23.000 Abonnenten schon einen Merchandise mache. Jungs, ihr müsst es ja nicht kaufen. Es ist freiwillig und ich habe richtig Bock, sowas zu machen. Mir gefällt oder mir macht es Spaß, Dinge zu designen, und deswegen habe ich eben einen eigenen Merch auch designt. Und bitte hatet da nicht einfach grundlos rum, sondern lasst einfach mich das Ganze einfach mal machen. So, und zum Abschluss dachte ich mir, komm, ich öffne noch ein 15k-Set für alle, die jetzt noch dran geblieben sind. Okay, kein Walkout. Vielleicht ja irgendwas Gutes. Gut, das ist jetzt leider nicht ganz so krass. Das ist Gönül. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich versuche meine Videos ab jetzt auch ein bisschen knackiger zu schneiden, dass das Ganze vielleicht ein bisschen unterhaltsamer ist. Ich gebe da auf jeden Fall mein Bestes. Und dann war es mit dem Video, Leute. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und...